Genauso wie Ausweis schreibt man auch mit SZ. Nicht mit SZ, mit S. Normal. Ach, haben wir eigentlich die Pilzcremesuppe noch? Scheidenpilzcremesuppe von Maggi Meisterklasse. Unser Bild hängt. Werdet ihr ein wahrer Ritter der Gerechtigkeit? Würdet ihr uns Beweise zeigen, anstatt zu versuchen, eure Wagentheorien mit dem Anhänger? Anhänger, Mann, ja. Mit Hilfe von Magie zu erklären. Ja, das hat sie, da hat sie schon irgendwo recht. Wie sonst könnte man zur Spitze des Glockenturms gelangen? Es muss einen Weg gegeben haben. War es Magie? Nein. Oder doch vielleicht etwas Realistischeres? Was es auch immer war, ich brauche einen Beweis. Die Zeit rastet nicht. Es hat keinen Zweck, darüber zu grübeln. Machen wir weiter. Verteidigung, ihr könnt nun mit der Befragung fortfahren. Ich will aber nicht. Aber ich will nicht weg. Sagt die Befragung. Ah. Ja, aber was sollen wir jetzt machen? Wir haben. Greifst du vielleicht doch noch mal an? Keine weitere Hexe? Eine zweite Person hätte sich dort nirgendwo verstecken können. Moment mal. Wie könnt ihr euch so sicher sein, dass es kein Platz, bla bla bla. Das hatten wir mal. Ja, das hatten wir auch. Oh? Das ist neu. Hätte die Hexe versucht, mit einer Leiter oder so hochzuklettern, wäre sie gesehen worden. Nö, klingt eigentlich. Das ergibt ausnahmsweise mal Sinn. Nee, das ist nicht neu. Aber was können wir jetzt tun? Ich meine, wir haben das gehört. Wollen wir einfach mal durchgehen bis, also zum Ende und dann Ja, gucken, ob da doch auf einmal was Neues ist, weil wir haben was gehört und jetzt kann es ja passieren, Ach so, das meinst du, ja. dass wieder der Prozess fast zu Ende ist. Klingt so, als ob sie alle das Gleiche sagen. Oh Mann. Dann würde ich nach Dominika nochmal die anderen angreifen. Die haben wir, glaube ich, noch nicht alle. Ja. Den Schuhman zum Beispiel haben wir noch nicht. Schuhman? Die hatten wir, den hatten wir. Den, also wir waren bis hier, oder? Bis Dominika waren wir durch. Bis Dominika hatten wir alle. Aber danach weiß ich nicht mehr. Ich glaube, dann Achso. hatten wir nur noch Cosinus am Ende. Ja, und den kleinen If, den können wir Genau. ja mal noch. Ja, Weil und den wir davor sollten hatten den wir auch sowieso nicht. fragen. Ja, wir machen wir die nacheinander. Ach, der Reihe nach, sonst kommen wir durcheinander. Eine Hexe könnte Magie eingesetzt haben, um ungesehen zu. Ah, wahrscheinlich müssen wir erst irgendwo in einer der anderen Aussagen noch was finden, was wir dann, was uns dann weiterhilft, wenn wir dann noch mal. Aber warum hat der Hinweis uns gesagt, wir sollen da präsentieren? Weiß nicht. Eine Hexe könnte Magie eingesetzt haben, um ungesehen zu bleiben. Tut mir leid, euch enttäuschen zu müssen. Niemand wirkte in diesem Zeitraum Magie. Was macht euch da so sicher? Um zu zaubern, muss eine Hexe erst die Formel aussprechen. Wir haben keine Formel gehört und auch sonst keine anderen verdächtigen Geräusche. Ich hab was gehört. Verdächtige Geräusche. Oh! Alle! Was? Wie viele denn? Nimm Cosinus, nimm Cosinus. Schau mal, wie er sich dreht. Okay, das wird jetzt echt fies werden. Entschuldigt, Herr Konfusius. Ich kenne niemanden dieses Namens. Was? Na gut, wollt ihr vielleicht einen philosophischen Exkurs zur Aussage von Herrn Zutritt wagen? Ihr seid also mit eurem Latein am Ende. Es ist wohl wieder, er ist wohl wieder im grünende Wiesen-Modus. Zieht keine voreiligen Schlüsse, Jüngling. Ich bin. Ich dachte mir schon, dass ihr dort seid. Obacht! Ein einziger heller Lichtstrahl erhellt den finsteren Abgrund meiner Erinnerungen. Ich vernahm ein Geräusch im Glockenturm, als wir hineingingen, um die Hexe zu schnappen.
Hä? Was habt ihr gehört? War es eine Beschwörungsformel? Nein, es war keine Formel, aber es war auf jeden Fall die Stimme einer Frau. Herr Confusius, dies ist eine sehr wertvolle Information. Einspruch! Das ist jetzt nicht wichtig! Abgelehnt, es ist wichtig. Bitte fügt sie eurer Aussage hinzu. War richtig. Nun gut, ich sage aus, also bin ich. Am besten erzähle ich die Geschichte jetzt, bevor sie ein Opfer der Vergessenheit wird. Wie von der Verteidigung beantragt, werdet ihr nun über das Geräusch, das ihr hörtet, aussagen. Ich hörte die Stimme einer Frau, kaum mehr als ein undeutliches, zerbrechliches Schluchzen. Angreifen? Ist vielleicht, ja, erstmal ja. Ihr hörtet das Schluchzen einer Frau? Ja, ein Schluchzen. Oder war es eher ein Wimmern? Quietsch, 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 quietsch. Sie klang wie Türangeln, die dringend etwas Öl benötigten. Oh. Sein Falsett lässt jede Glasscheibe alt aussehen. Das ist... musikalisch. Ja, nein, das ist dieses... die Apparatur hat er gehört wahrscheinlich. Ja, denke ich auch, ja. Und da war noch ein anderes Geräusch. Da hat jemand den Blinker rechts gesetzt und wollte rückwärts einparken mit seinem LKW. Und wer war es? Das ist der Mario! Nein! Anhängermann! Ach so! Das angenehme Geräusch hölzerner Zahnräder. Hä? Und da war noch ein Geräusch. Und meine Axt! Ein Dim-Dim, Kling, Klang, du und ich. Die Straßen entlang. Von Ketten. Vom Weinen einer Frau sind wir jetzt aber sehr weit weg. Oh. Ah. Oh. Ich erinnere mich jetzt. Der Schrei einer Frau. Es war wahrscheinlich dieses Ding. Wenn ich mal genauer darüber nachdenke, dann fällt mir ein, dass ich es auch gehört habe. Hm. Es hörte sich an wie Knarzen und Wimmern. Und wann habt ihr dies gehört? Wir liefen zum Glockenturm. Ich glaube, es war, als wir den Eingang erreichten. In der Tat. Nur die Schnellsten unter uns konnten das Geräusch hören. Herr Confusius ist ein schneller Läufer. Das hätte ich jetzt nicht unbedingt erwartet, ganz ehrlich, Nick. Vielleicht sind die anderen Wachen ja auch nur extrem langsam. Wir haben eine neue Information erhalten. Die Wachen hörten etwas im Turm, das wie Maschinenlärm klang. Ich frage mich, was dieses Quietsch und Klings und Klacks fabriziert hat. Gibt es vielleicht Maschinen im oberen Bereich des Glockenturms? Ja, Mann. Das ist die perfekte Gelegenheit, einen Beweis zu präsentieren, der mit diesen Geräuschen in Verbindung steht. Ja, ist ja gut. Wir wissen's. Ja. Ja. Das wieder bla bla bla. Okay, also präsentieren. Also ich wäre jetzt mal so frei. Ja. Keine Hinweismünze zu verwenden und dann ist es falsch. Das wäre witzig. Das wäre witzig. Aber ich würde ihm das Ding präsentieren. Ja. So, das Schluchzen und so weiter. Das Ding hier? Ja. Die Apparatur. Mechanismus steht auch da. Ja. Ah, oh, die Musik ist weg. Die Verteidigung hat eine Theorie, was der Ursprung all dieser Geräusche sein könnte. Es geschah höchstwahrscheinlich hiermit. Dieser Mechanismus befindet sich im Mittelgeschoss des Glockenturms. Das erinnert mich an etwas. Ein Rätsel. Dort befand sich eine Apparatur, die mir völlig unbekannt war. Stimmt, Boss. Aber wir haben sie nicht berührt. Das ist witzig. Ich habe gerade vergessen, dass es ein Livestream war und wollte gucken, wie lange es noch geht.
Ach, das sind Leute? Was? Und die beziehen sich auch noch auf das, was ich schreibe? Wollt einfach schon vorspulen. Aber wieder zu lang mit dem Scheiß. Tut mir leid. Stimmt, Boss. Hattest du, ne? Dass ich schon lange nicht mehr in den Chat geguckt habe. Hm? Warum versuchen wir nicht einfach, diesen Apparat zu bedienen? Dann wüssten wir, welchen Zweck er erfüllt. Vielleicht können wir ja auch das Geräusch reproduzieren, das Herr Lonzelat am Tatort gehört hat. Ach, nicht du wolltest gucken, wie lang's noch geht, sondern der eine im Chat. Ja, ja, der eine im Chat. Du wolltest gucken. Ja. Hab ich eigentlich den Nudelsound? Da, da, da. Nee, das war's nicht. Ich will Nudeln, ganz, ganz viele Nudeln. Mit Robben. Panierten Robben. Nudeln mit Robben zum Magen hinzugefügt. Jawohl, da könnt ihr die auf der richtigen Spur sein. Aber ich weiß doch, ich habe vor diesem Kerl darüber ausgesagt. Und ich habe auch darüber geredet. Ihr habt auch die Neugier des Gerüchts. Zeigt allen Anwesenden, wie ihr diese Apparatur in Bewegung setzt. Hohes Gerücht, überlasse dies bitte mir. Und meiner Axt. Oh, jetzt ist es kaputt. Obacht, alle Mann, spitzt eure Ohren. Quietsch, 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 klack, 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 kling, klang. Das ist es, nee. Das ist es, das waren jene Töne, die ich vernahm. Ja, ja, das habe ich auch gehört. Achso, nee, ja. Ja, 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 das ist es. Was, 29 Zuschauer? Ist das ein Rekord? Nee, ich glaube, ich hatte schon mal mehr bei einem Ace Attorney Anime-Part. Bei so einer Premiere. Ah. Wir haben nun alle gesehen, oder genauer gesagt, gehört. Ja klar waren wir immer im Gericht, das ist ein langer Fall. Ja, weiß ich nicht, das ist... Diese, irgendwie in letzter Zeit, jede Professor Layton-Folge wart ihr immer im Gericht. Ja, das ist richtig. Ja. Dass dieses Gerät kurz nach dem Vorfall eingeschaltet war. Ah, Moment mal gerade, aua. Moment mal. Ich komm gleich wieder, au. Ja. Gleich wieder zurück. Ja, alles klar, ich mach hier so lange weiter. Allerdings ändert diese Erkenntnis nichts an der Tatsache, dass wir nichts über die Funktionsweise dieser Apparatur wissen. Eure Vorführung war zwar schön anzuschauen, doch konnte sie nicht zu wertvollen Schlüssen führen. Einspruch, die Apparatur war im Glockenturm. Ruft euch jene Vorführung noch einmal ins Gedächtnis. Vorführung? Was kann uns diese törichte Apparatur schon sagen? Einspruch kann sie sagen. Die Maschine erfüllt einen ganz bestimmten Zweck. Der Plan des Glockenturms zeigt uns, dass es keine Treppe gibt, die zum obersten Teil des Turms führen. Keine Treppen, die dahin führen. Gut. Wenn ihr nun einmal die Maschine mit dem Plan in Verbindung setzt, wird es offensichtlich, welchen Zweck diese Maschine hat. Ihr Mechanismus ermöglicht den Zugang zur obersten Etage des Turms. Was? Ist das wirklich der Zweck? Ruhe, Ruhe! Eine andere Hexe befand sich im Glockenturm, als das Verbrechen geschah. Sie wurde nicht entdeckt. Da sie diese Maschine benutzte, um zum obersten Geschoss zu gelangen und sich dort zu verstecken. Zügelt euer Temperament, Verteidiger.
Ihr seid euch offenbar des Widerspruchs in eurer Schlussfolgerung nicht bewusst. Widerspruch in meinen Schlussfolgerungen? Ich rede von eurer kleinen Demonstration. Die Apparatur wurde in Bewegung gesetzt und machte ein paar merkwürdige Geräusche. Aber... mehr auch nicht. Ja, sonst geschah nichts. Nichts passiert. Wir haben Platsche eingesetzt. Wenn es eine Apparatur war, um nach oben zu gelangen, warum hat diese Gerätschaft uns dann nicht dorthin gebracht? Demzufolge hat dieses Spielzeug mit diesem Fall nichts zu tun. Kommen wir nun zurück zu meiner früheren Schlussfolgerung, dass es keine weitere Hexe gab. Es ist zu früh, dies auszuschließen, Großinquisitorin Gloria. Wieso sollte es zu früh sein? Ja, wir haben etwas demonstriert, doch die Maschine mag nicht richtig funktioniert haben, da wir sie falsch bedient haben. Was? Wie kommt ihr zu dieser ausgefallenen Idee? Meine Begründung ist simpel. Es wäre störend, wenn jemand wie Vidian oder so dorthin gelangen und die Glocke läuten könnte. Hey, warum habt ihr jetzt ausgerechnet von mir angefangen? Ich bin ein wichtiger Zeuge in diesem Prozess. Nein, nicht nochmal. Es wäre sinnvoll, den Zugang zur Glocke einzuschränken. Man bräuchte wohl einen speziellen Schlüssel. Einen Schlüssel? Ich habe das Gefühl, ich weiß, was dieser Schlüssel ist.